Unser Land ist verschlossen. Unser Land ist verschlossen, nichts als Berge, auf denen Tag und Nacht die niedrige Decke des Himmels liegt. Wir haben keine Flüsse, wir haben keine Brunnen, wir haben keine Quellen. Einzig ein paar Zisternen, leer auch sie, in denen es widerhallt und zu denen wir beten. Ein abgestandener Widerhall. Hohl, er gleicht unserer Einsamkeit, gleicht unserer Liebe, gleicht unseren Leibern. Es scheint uns seltsam, dass wir einst bauen konnten, unsere Hütten, unsere Häuser und Pferche. Und unsere Hochzeiten, die frischen Kränze und Brotkringel, werden unserer Seelen zu unauflöslichen Rätseln. Wie kamen unsere Kinder zustand? Wie wuchsen sie groß? Unser Land ist verschlossen. Die zwei schwarzen Symplegaden schließen es zu. Wenn wir am Sonntag zu den Häfen hinabgehen, um Luft zu holen, sehen wir im Abendrot leuchten, Holzstücke in Splittern, von einer Fahrt, die sie nicht vollendeten, Leiber, die keine Weise mehr wissen, zu lieben. Das war ein Gedicht von Yorgos Seferis, einem Nobelpreisträger für Literatur. Ihr hört Blaubart und Ginster, eine Stunde Literatur im OKJ. Und es wird heute auch genau darum gehen, um den Literatur-Nobelpreis und um andere Preise. Und neben mir sitzt, wie immer, der zukünftige erste Preisträger des Leonard-Cohen-Stipendiums für Literatur, Mario Osterland. Dankeschön. Und mit mir im Studio an meiner Seite der Leuchtturmwärter der Thüringer Literaturlandschaft, Ralf Schönfelder. Ja, wir sind in der Nobelpreiswoche, also in dieser Woche, in der wir diese Sendung aufzeichnen. Und viele von euch haben das bestimmt mitbekommen, dass es wie in jedem Jahr eine ganze Fülle von Nobelpreisen zu verleihen gibt, Medizin, Physik und so weiter, Chemie. Aber der Literaturnobelpreis wird in diesem Jahr nicht verliehen, aus diversen Gründen. Die Akademie, die altehrwürdige oder ehemals ehrwürdige Akademie in Schweden, steckt in einer tiefen Krise. Wir wissen noch nicht, wie tief sie ist, aber die Entscheidung über den Literaturnobelpreis wurde aufgrund dieser Krise vertagt. Wir wollen diese Lücke ein bisschen füllen, indem wir heute über den Literaturnobelpreis und ehemalige Preisträger sprechen. Und bevor wir das tun, starten wir direkt mit Musik in die Sendung. Nobelpreismusik. Mr. Tambourine. Mr. Tambourine Man. Please play a song for me. Tambourine man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire turned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet, I have no one to meet, and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip
upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel to grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I am ready to go anywhere, I'm ready far to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way, I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath a diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Das war der ehrwürdige Mr. Bob Dylan mit Mr. Tambourine Man. Ihr hört Blaubart und Ginster, eine Stunde preiswürdige Literatur auf Radio OKJ mit Mario Osterland und Ralf Schönfelder. Ich habe mich heute auch dem Anlass entsprechend festlich herausgeputzt. Ich trage heute eine Krawatte im Studio. Ich bin geblendet von deiner, von deinem Outfit. Ich habe allerdings, damit die Blendung nicht endgültig ist, dafür mein Hemd nicht gebügelt, um das wieder so ein bisschen auszugleichen heute. Ja. Der König ist ja nicht da, von daher sei dir verziehen. Ich spreche die Absolution. Danke sehr, danke sehr. Mario, sag mal, du hast vorhin gesagt, du bist ein Fan des Literaturnobelpreises. Bin es eigentlich immer noch, ja. Finde es auch ein bisschen traurig, dass es dieses Jahr keinen geben wird, weil ich bin ja so ein großer Freund von Ritualen. Ja. Und ich habe tatsächlich jedes Jahr immer vor dem Livestream gesessen. Hast du wirklich? Wenn die Literatur-Nobelpreisvergabe, die Bekanntgabe ist. Ja. Weil es hat so ein bisschen was wie bei der Papstwahl, ne? Also irgendwie so alle Leute stehen vorm Schornstein oder alle stehen oder gucken zum Schornstein und in Schweden stehen alle vor der Tür und sie warten, dass sie aufgeht. So. Und dann kommt die Sekretärin der Akademie raus und verkündet eben Habemus Bob Dylan oder etwas dergleichen. Nee, ich mag diese Zeremonie doch tatsächlich sehr und habe mir das immer angeguckt. Ja. Und sag mal, hast du denn auch immer, wenn du das immer angeguckt hast, saßt du dann immer da und hattest so eigentlich geheime Favoriten und gedacht, dieses Jahr wird es... Nee, das eigentlich nicht. Also ich habe eigentlich nur dieses Brimborium genossen. Mm. Nur als Bob Dylan verkündet wurde, da habe ich doch tatsächlich ähnlich wie wenn ich Fußball gucke oder so, doch mal laut aufgejubelt und war sehr, sehr froh. Hättest du damit gerechnet? Gab es denn vorher, wenn du scheinst ja wirklich das ein bisschen besser zu verfolgen, wahrscheinlich auf jeden Fall besser als ich. Man kriegt immer mal so mit, es sind bestimmte Leute im Gespräch für den Nobelpreis. Ja. War das bei Dylan so? War der im Gespräch oder kam das ganz überraschend? Dylan war schon, also sowohl als auch, Dylan war schon viele Jahre im Gespräch als jemand, den man ja mal auszeichnen könnte, um zu beweisen, dass man in der Akademie auch über den Tellerrand hinausschaut und den Literaturbegriff
nicht zu eng, nicht zu konservativ, nicht zu traditionell fast und dergleichen. Und von daher war Dylan schon immer mal so gemunkelt. Gleichzeitig galt es aber als wahnsinnig unwahrscheinlich, dass diese Akademie es tatsächlich mal übers Herz bringt, einen Songdichter auszuzeichnen. Von daher, ja, der Name stand lange im Raum, war aber trotzdem irgendwie eine Sensation. Und auch die Diskussionen danach haben ja irgendwie auch bewiesen, dass es schon irgendwie eine sehr besondere Entscheidung war. Ja. Und weißt du, wer da in der Jury sitzt sozusagen? Ist das, also du siehst, ich beschäftige mich nicht wirklich mit den Hintergründen des Literaturnobelpreises. Nein, eine Jury, ich weiß nicht genau, ob man davon eine Jury sprechen kann. Die Akademie quasi, sozusagen, wer da sozusagen... Die Akademie hat eine Abteilung für diese Literatur eben. Und die Mitglieder dieser Akademie, die sind die Jury gleichzeitig. Also die Mitglieder, okay. Vorneweg holen die sich so Vorschläge ein, also von Literaturkritikern und Schriftstellern und solchen Leuten von der ganzen Welt. Also man kann da quasi Vorschläge machen. Ich glaube so zum Beispiel damals noch so Leute wie Marcel Reich-Ranitzky oder so, die haben durchaus auch Vorschläge an die Akademie vorgebracht. Aber letzten Endes liegt die Entscheidungsgewalt eben bei diesem Gremium, was jetzt böse zerstritten ist, weswegen wir dieses Jahr keinen Nobelpreisträger haben werden. Genau, und das ist ja auch ein gutes Thema. Also ist das denn so eine Akademie von alten Kerlen? Denn irgendwie dieser Streit hat ja wohl irgendwas wieder mal mit Übergriffigkeiten zu tun. Ja, also die Akademie, ja, alte Kerle, es sind auch Frauen im Gremium dieser Akademie. Aber es ist schon sehr geprägt so von alter Hochkultur und altkulturellem Hochadel sozusagen. Ja. Und ja, also es gibt also ein Akademiemitglied, ich kann das ja vielleicht noch mal ganz kurz, erklären, was wir wissen. Genau. Es gibt ein Akademiemitglied oder ehemaliges Akademiemitglied, den Franzosen Jean-Claude Arnaud, der jüngst, also vorgestern, also wir zeichnen jetzt auf was ist heute für ein Tag? Am 2.10. Zeichnen wir auf, am 1.10., also gestern wurde er zu einer Haftstrafe verurteilt wegen Vergewaltigung. Solange die Vorwürfe noch im Raum standen und es noch nicht zu einem Prozess kam, hat man sich also schon in der Akademie darüber gestritten, wie man denn jetzt öffentlich damit umzugehen hat. Seine Frau, die Frau Frostensen, die sitzt auch in dieser Akademie. Da hieß es schon gleich, sie muss also genauso wie er auch zurücktreten. Also man hat sich darüber zerstritten. Sie muss auch zurücktreten, weil ihr Mann ein Verbrechen begangen hat? Ja, das ist halt so einer der Streitpunkte innerhalb der Akademie gewesen. Zippenhaft, ob das so sein muss oder nicht. Man war sich da uneins dagegen, aber dieser große Skandal um sexuellen Missbrauch, das ist nur die eine Seite, der eine Skandal, den diese Akademie sozusagen am Hals hat. Der andere ist auch noch der wiegt natürlich auf persönlicher Ebene geringer, aber das ist einfach auch der um den Wettbetrug. Denn in der Vergangenheit war es wohl auch oft so, dass Akademiemitglieder vor der offiziellen Verkündung des aktuellen Preisträgers diese Informationen gegenüber Wettbüros geleakt haben und dann sozusagen an den Wetteinnahmen beteiligt wurden. Ah. Ja, so hieß es zum Beispiel, dass also schon eine Woche bevor Dylan verkündet wurde, man das so in einschlägigen Kreisen eben schon wusste und dementsprechend da Leute auch abkassiert haben. Alles klar, so kann man doch Geld verdienen im Literaturbetrieb. Ja, natürlich. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob das beim Büchnerpreis auch klappt oder so, aber beim Literaturnobelpreis hatte das schon wohl einen recht großen Stil angenommen. Man muss ja immer sagen, noch mutmaßlich, weil so viel ich weiß, ist da auch noch keiner zur Rechenschaft gezogen worden für diese Sachen. Also außer natürlich Rücktritte und so weiter oder Rauswürfe, was auch ein bisschen haarig ist, weil eigentlich ist man auf Lebenszeit in dieser Akademie. Deswegen, das ist sowieso nie gut, finde ich. Ja, also alle auf Lebenszeitsachen, bin ich sehr skeptisch. Deswegen so Rücktritte aus Protest oder Rauswürfe und so weiter, das alles verkomplizieren. Ja. Und bis die sich neu geordnet haben, bis nächstes Jahr, reden wir stattdessen über die vergangenen Preisträger. Das ist sehr interessant. Ich bin ja auch Teil der Jury von ein paar Literaturauszeichnungen. Vielleicht kann ich auch mal mich an unser lokales Wettbüro wenden, ob Sie vielleicht einen Tipp haben wollen, wer Preisträger des Jugendliteraturforums Hessen-Thüringen wird im nächsten Jahr. Literaturforum, was ist das denn? Nie gehört. So. Okay, also deswegen setzt der Preis dieses Jahr aus.
Und gibt es schon Informationen, wie es weitergehen wird da mit dem ganzen Skandal? Also es ist so, der Literaturnobelpreis für 2018, der wird quasi 2019 verliehen. Es werden dann sozusagen nächstes Jahr zwei Preisträger verkündet werden. Das ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Das gab es in der Geschichte des Nobelpreises öfter, dass man mal ein Jahr lang die Entscheidung ausgesetzt oder vertagt hat und dann eben im nächsten Jahr rückwirkend ausgezeichnet hat. Ja. Okay. Wir sprechen, glaube ich, gleich noch ein bisschen weiter über Literatur-Nobelpreisträger, wen wir so mögen und gelesen haben, vielleicht auch Nobelpreisträger, die inzwischen in Vergessenheit geraten sind. Aber ich würde sagen, wir machen erst noch mal ein kleines bisschen Musik und vielleicht, was wollen wir denn hören, Mario? Ich dachte eigentlich, du suchst dir was aus, weil ich den Bob schon mitgebracht hatte. Das stimmt. Dann würde ich jetzt einen Titel spielen, der in diesem Kontext vollkommen geschmacklos ist. Und aber vielleicht als guter Rat an das Mitglied zu verstehen wäre: Grinder Man mit No Pussy Blues. My face is finished, my body's gone, and I can't help but think, standing up here in all this applause and gazing down at all the young and the beautiful with their questioning eyes, that I must above all things love myself. That I must above all things love myself. That I must above all things love myself. I saw a girl in the crowd, I ran over, I shouted out, I asked her if I could take her out, but she said that she didn't want to. I changed the sheets on my bed, I combed the hairs across my head, I sucked in my gut and still she said that she just didn't want to. I read her Eliot, read her Yeats, I tried best to stay up late, I fixed the hinges on her gate, but still she just never wanted to. A dozen snow white doves, I did her dishes in rubber gloves, I called her honeybee, I called her love, but she just still didn't want to. She just never wants to. Every type of flower, I played a guitar by the hour, I patted her revolting little chihuahua, but still she just didn't want to. I wrote a song with 100 lines, I picked a bunch of dandelions, I walked her through the trembling pines, but she just even then didn't want to. She just never wants to. I thought I'd try another tack, I drank a liter of cognac, I threw it down upon her back, but she just laughed and said that she just didn't want to. I thought I'd have another go, I called her my little hoe, I felt like my soul must feel when she said that she just never wanted to. She just didn't want to. I get the no pussy blues. I got the no pussy blues. I got the no pussy blues. Yeah!
No Pussy Blues war das von Grinderman. Ihr hört immer noch Blaubart und Ginster, eine Stunde Nobelpreis-Literatur und Musik im Radio OKJ mit Mario Osterland und Ralf Schönfelder. Ralf, moin, moin. Die Nobelpreisträger. Wer fällt dir eigentlich spontan ein, wenn du an Nobelpreisträger denkst? Tja, spontan fällt mir ehrlich gesagt, mir fallen gar nicht so viele Leute spontan ein. Also mir fallen schon viele, viele ein. Ne? Aber die Wahrheit ist, das habe ich jetzt nochmal in der Vorbereitung auf diese Sendung gemerkt, ich habe also einen Bruchteil nur der Nobelpreisträger gelesen. Wahrscheinlich der erste, der mir einfällt, ist William Faulkner, weil ich Licht im August erst vor einem halben Jahr gelesen habe. Ja. Das ist so das Erste. Und ansonsten fällt mir als Erstes ein beim Literaturnobelpreis mein alter Kumpel Jorge Luis Borges. Der ihn nicht bekommen hat. Der ihn nicht bekommen hat. Genau, weil es gibt also in der Werkausgabe im S. Fischer Verlag von Borges, da gibt es natürlich wie immer eine kleine Autorenbiografie und die endet mit dem Satz, mit Joyce und Proust teilt er die Auszeichnung, den Nobelpreis nicht bekommen zu haben. Ja, das ist eigentlich die Liste derjenigen, die nicht bekommen, aber verdient haben. Ja. Die ist eigentlich ebenso illustrer wie die der tatsächlich Ausgezeichneten, würde ich sagen. Denn neben Joyce und Proust, wobei Proust, da würde ich mich streiten, ob er ihn verdient hat. Ja, da fehlen schon noch Kafka und solche, solche auf Leute. Jeden Fall. Ne? Und irgendwie auch Heinrich Mann statt Thomas Mann, der ihn bekommen hat. Aber das ist so eine alte. So ist das mit Literaturpreisen. Ne? Ja. Also, das ist generell so, genau. Und ja, aber ich weiß nicht, wie ist das denn bei dir? Hast du denn mal versucht, sozusagen Jahr für Jahr was zu lesen von den Leuten, die den Preis bekommen haben? Nee, das mache ich nicht mehr. Also das ist so, als ich damals als Schüler angefangen habe, mich ernsthaft für Literatur zu interessieren, da war diese Liste der Nobelpreisträger für mich sehr wichtig, weil da habe ich dann immer so gedacht, okay, das sind da stehen so Leute drauf, an denen man sich jetzt vielleicht mal so orientieren kann auf dem Weg zu zu so einer Lesebildung oder zu einer Lesebiografie sozusagen. Und habe dann sehr viel, also bin so zu Beckett, Camus, Elias Canetti, das eben zu diesen Leuten gekommen und so. Aber ich muss ehrlich sagen, von den Preisträgern der letzten 20 Jahre, da werde ich kaum was gelesen haben. Also letzten ein paar 20 Gedichte. Jahre, das wäre also 2000, das wäre also 98. Ja. Wer war denn so die letzten 20 Jahre? Also ich glaube, in der Zeit, auf die Zeit fällt auf jeden Fall Elfriede Jelinek, da habe ich ein bisschen was gelesen. Ja, genau. Also Elfriede Jelinek zum Beispiel, da kann ich sagen, da habe ich die Klavierspielerin angefangen und habe das recht bald irgendwie aufgegeben, weil ich, also ich schätze Elfriede Jelinek sehr für ihr Werk und auch wenn ich so Interviews mit ihr lese, da ist mir diese Frau sehr sympathisch, aber es ist ja immer, das ist ja nur die eine Wahrheit, ob man dann auch wirklich sich in diese Sprache als Leser reinbegeben kann und ihr folgen kann, das ist dann eine andere Sache. Ja. Und das hat bei mir bei Elfriede Jelinek bisher leider noch nicht geklappt. Ja. Bei Hertha Müller habe ich zum Beispiel auch nur so ein paar Gedichte gelesen, die ich alle ziemlich gut fand. Aber ich lese halt mittlerweile wirklich so, so Stück für Stück nach meinem aktuellen thematischen Interesse auch. Also mit mir. Klar. Und da ist dann so, wenn dann ist es nicht so, dass ich sage, jetzt hat der und der einen Nobelpreis bekommen, jetzt muss ich da aber mal jetzt so ein Buch dazwischen hauen, einfach um es gelesen zu haben. Ja, das so mache ich nicht mir mehr. Eben, so ging es mir eben auch schon immer so. Also deswegen habe ich, glaube ich, wirklich, kenne ich nur die Leute von der Literatur-Nobelpreisliste. Also ich kenne die nicht, weil die den Nobelpreis bekommen haben, sondern weil ich irgendwie, wie auch Camus oder was weiß ich, oder Marquez oder so, weil ich da sowieso mal drüber gestolpert bin und das gelesen habe. Das ist ja auch interessant. Wer war denn noch in den letzten 20 Jahren? Allerdings der aktuelle Preisträger, der ja so ein bisschen, der ja so ein bisschen unter den Tisch fällt irgendwie, weil lange Zeit alle über Bob Dylan geredet haben und dann über die Krise der Akademie, ist Katsuo Ishiguro. Richtig. Der natürlich auch so eine Wahl war, wo man genau wusste, gegen den kann niemand etwas haben. Aber ist halt auch jetzt nicht so wahnsinnig aufregend. Und von Ishiguro habe ich Alles, was wir geben mussten, gelesen. Ist ein sehr guter Roman, völlig in Ordnung, würde ich jetzt aber auch nicht zu meinen Lieblingsbüchern zählen. Ja. Und was würdest du sagen, sind wir dann Ignoranten? Also wenn wir jetzt feststellen, dass eigentlich der Nobelpreis gar nicht so eine Rolle spielt für unsere Lektürewahl. Aber man kann da, oder naja, kann eine man Rolle, darauf eine Rolle auch spielt das schon. Also er hat mich auf jeden Fall auf Leute aufmerksam gemacht, wie Patrick Modiano oder Svetlana Alexejewitsch. Heißt sie so? Alexejewitsch, doch.
Das sind schon Leute, so die ich auf meiner Liste, auf meiner Leseliste habe, aber die baue ich dann ein, wenn es sozusagen thematisch passt auf meinem Weg sozusagen. Ich glaube, für den Buchhandel ist es tatsächlich trotzdem eine wichtige Sache. Also, weil ich habe mich jetzt gefragt, liegt das sozusagen nur an uns, weil wir irgendwie eher interessengeleitet lesen? Oder ist es generell so, dass die Leute sich gar nicht, also jetzt nicht unbedingt ein Buch kaufen, weil der oder die gerade den Nobelpreis bekommen hat? Aber wenn man also sich die Buchhandlung anschaut, dann ist es schon so, wenn der Nobelpreis rauskommt, dann liegt das sehr prominent. Ja. Und für die Verlage ist es auch ganz wichtig. Also die Verlage werden ja über so wichtige Preise immer schon lange im Voraus oder einige Zeit im Voraus informiert. Obwohl beim Nobelpreis wahrscheinlich nicht. Beim Nobelpreis nicht, ist das nicht so. Nee, das ist so. Okay, das ist ja auch immer so in der Frankfurter Buchmessenzeit. Und da ist ja auch immer die Frage, welcher Stand darf dann auf Zulauf kosten. Okay. Aber ich habe tatsächlich mal jemanden auf einer Party kennengelernt, der jetzt nicht selber schreibt oder irgendwie im Literaturbetrieb oder Kulturbetrieb unterwegs ist und er aber tatsächlich jedes Jahr ein Buch dann vom aktuellen Nobelpreisträger liest. Ja. Also es scheint doch irgendwie die Leute zu geben, für die das dann tatsächlich auch eine wichtige Leseorientierung unmittelbar ist. Sehr interessant. Ja. Also das würde mich auch mal interessieren, einfach als Statistiker, wie das bei unseren Hörern ist. Also ob ihr oder sie, come on, wir kennen uns jetzt schon so lang, die Bücher von neuen Literaturnobelpreisträgern euch kauft und lest. Ein Feedback kann man geben auf facebook.com/blaubart und ginster. Oder in der Kommentarfunktion auf YouTube. Genau, das wäre sehr interessant. So, du hast gesagt, William Faulkner ist dir eingefallen. Du hast Licht im August mit ins Studio gebracht. Das ist zum Beispiel auch so, wie ich sagte, das ist so ein Buch, das steht auch schon ewig so auf meiner ich werde es unbedingt noch lesen Liste, aber nicht aus dem Kalten heraus, dass ich es gelesen habe, sondern das muss passen. Du hast es mir jetzt voraus, ich beneide dich schon ein bisschen darum. Wie ist es? Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Also Faulkner stand lange auf meiner Leseliste ich weiß gar nicht, das gab keinen Anlass, warum ich das gelesen habe, aber das war zum ersten Mal seit vielen Jahren, dass ich das Gefühl hatte, das ist wirklich ein Leseerlebnis, das mich für den Rest meines Lebens prägen wird. Das werde ich nicht wieder verlieren. Das ist nicht einer von den Romanen, wo ich schon in 2 Jahren so ungefähr den Plot noch kenne, aber nicht mehr genau so einen Eindruck habe. Also das Faulkner ist ein absolutes Erlebnis. Wahnsinn. Wie ich finde, das größtmögliche Lob, denn je mehr man liest, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, je mehr man liest, desto weniger ist man, hat man diese Leseerlebnisse. So dass einen das wirklich so überwältigt, dass man merkt, hier macht der Text gerade was mit mir, was unumkehrbar ist. Ja. Ne? Also es ist so kraftvoll, es ist so düster, es ist so voller, also schwarze Energie, wirklich. Vielleicht kannst du ganz kurz so klappentextmäßig zusammenfassen, worum es geht, für die Hörer, die es nicht kennen. Vielleicht macht das der Klappentext besser als ich. Ich frage mich gerade. Also, es ist eine Verknüpfung mehrerer Geschichten. Ich weiß nicht, ob ich dem in wenigen Worten gerecht werden kann. Es spielt in den Südstaaten der USA, wie immer bei William Faulkner. Es beginnt, vielleicht erzähle ich einfach nur die Episode, mit der es beginnt, mit einer jungen Frau, die hochschwanger ist und versucht, einen Ort zu erreichen, in dem das spielt. Das ist irgendwo in Tennessee, ich weiß gerade nicht mehr genau. Und sie kommt von Alabama. Und sie hat also keine Kutsche oder so, oder kein Auto, sondern sie fährt per Anhalter sozusagen mit, ne? Und wartet also immer darauf, dass jemand sich ihrer erbarmt und Mitleid mit ihr hat quasi und mitfährt. Und sie will dorthin, weil sie nach dem Vater des Kindes sucht. Sie hatte eine Affäre eine Liebesbeziehung, ja. Und als sie schwanger wurde, hat der Mann ihr gesagt, dass er jetzt also irgendwie Arbeit suchen muss natürlich, ne, um sie zu ernähren. Und er geht jetzt in eine andere Stadt, sucht Arbeit und wird ihr dann einen Brief schicken und sie nachholen. Ne? Mm. Und der Brief kam nie. Ja, natürlich. Aber sie ist absolut davon überzeugt, dass er ein guter Mann ist und dass das nur Zufall ist. Der Brief ist verloren gegangen. Und sie glaubt anhand bestimmter, mehr oder weniger plausibler Hinweise zu wissen, wo er wahrscheinlich ist, und versucht jetzt also dorthin zu kommen. Ne? Und die sie mitnehmen, hören sich die Geschichte an und denken, oh Gott, ah je, die arme Frau. Wie ich jetzt wahrscheinlich gerade. Genau so. Und das bereitet schon so die Bühne. Also dieses menschliche Drama und diese
auch die einerseits die menschliche Grausamkeit untereinander und trotzdem auch so ein Glaube an Mitgefühl oder an das Gute oder wie auch immer, ne? Das sind so Pole in diesem Roman. Und ja, also das nur ganz kurz der Anfang des Buchs. Okay, ja. Da habe ich schon wieder direkt wieder Bock, es in meiner Liste ein paar Plätze höher rücken zu lassen. Sehr zu empfehlen, absolut. Gut, bevor wir weiterreden, passende Musik ist angesagt, oder? Wir hören Towns von Zandt, Ralf, mit welchem Titel? Ja, Towns von Zandt, auch ein Südstaatenmusiker, mit dem Titel St. John the Gambler. Los geht's. When she had 20 years, when she turned to her mother, saying, Mother, I know that you'll grieve, but I've given my soul to St. John the Gambler. Tomorrow comes time to leave, for the hills cannot hold back my sorrow forever, and dead men lie deep round the door. Oh, the only salvation that's mine for the asking, so mother, think on me no more. Winter held high around the mountain's breast, in the cold of a thousand snows, lay heaped upon the forest sleep, but she dressed in calico for gambler like his women fancy, fancy she would be. And the fire of her longing would keep away the cold, and her dress was a sight to see. But the road was long beneath her feet, followed her frozen breath in search of a certain St. John the Gambler, stumbling to her death. She heard his laughter right down from the mountains and dance with her mother tears, to a funeral drone, a calico, neath the cross of 20 years. To a funeral drone, a calico, neath the cross of 20 years. Das war einer meiner Lieblingsmusiker, Towns von Zandt mit St. John the Gambler. Ebenso wie William Faulkner, ein großer Künstler, der sein Leben wahrscheinlich ein bisschen verkürzt hat mit seinen Trinkgewohnheiten. Ihr hört jedenfalls Blaubart und Ginster, eine Stunde Literaturpreise, Nobelpreise, auf Radio OKJ mit Mario Osterland und Ralf Schönfelder. Mario, die Deutschen oder die deutschsprachigen Nobelpreisträger, kriegen wir die zusammen? Also wenn man rückwärts geht, wir haben ja schon über Hertha Müller und Elfriede Jelinek gesprochen. Waren die, also waren die letzten beiden Deutschsprachigen. Genau. Ja. Grass in den 90ern. Mhm. Wie stehst du eigentlich zu Grass? Ach, naja. Ja, das geht mir auch so. Geh mal, ja. Ich bin nicht so. Katz und Maus fand ich ganz gut, aber ansonsten. Ja, aus dem Tagebuch einer Schnecke fand ich ganz okay, aber. Ja, na gut, weiter. Okay. Böll natürlich. Heinrich Böll, ja, wird auch, glaube ich, auch total vergessen. Katharina Blum wird in der Schule gelesen. Ansonsten ist, glaube ich, sind die Buchverkäufe von Böll heutzutage gehen wahrscheinlich gegen null oder so. Also ich glaube, man hat noch so ein Alibi-Taschenbuchausgabe, ist in den Buchhandlungen stehen. Ja, das irische Tagebuch vielleicht noch, oder Ansichten eines Clowns, und dann hört es, glaube ich, auf.
Thomas Mann. Thomas Mann ist natürlich schon, klar. Immer noch so die Galionsfigur irgendwie für alle Germanisten und so weiter. Er ist leider nicht zu überwinden irgendwie. Ja, obwohl ich auch Leute kenne, denen ich durchaus literarischen Geschmack zutraue und die ihn sehr schätzen. Naja, es ist halt wie ist es bei dir? Also bei mir ist es so, ich schätze so einige Bücher schon oder einige Texte, aber so, er ist einfach eine unfassbar unsympathische Figur. Also als Typ wahnsinnig unsympathisch. Also ich sympathisiere ja auch immer so mit Klaus Mann, seinem Sohn. Ja, natürlich. Auch wenn ich zugeben muss, also von Klaus Mann habe ich nun viel gelesen. Ich würde aber auch nicht sagen, dass Klaus Mann ein überragender Schriftsteller ist. Das kann ich auch nicht behaupten irgendwie. Ne? Aber mit seiner Person, mit seiner Lebenstragik sympathisiere ich irgendwie sehr. Und Thomas Mann, gebe ich zu, auch ist für mich so ein bisschen wie so ein Proust und so. Das ist mir, der hat bei mir so ein bisschen den Ruf der Langeweile. Ich habe das Gefühl, auch bei Proust, ich weiß, ihr werdet da, die Zuhörer werden das wahrscheinlich alle an die Decke gehen, auf der Suche nach der verlorenen Zeit, wie wunderbar. Aber ich habe diese vielen langen Beschreibungen von Hüten und von diesem, ich weiß auch nicht. Also ich bin da auch das früh, bei Proust auch früh gescheitert und ich finde Literaturnobelpreis zu Recht nicht bekommen. Ja, und bei Thomas Mann ist es zum Beispiel eine kleine Anekdote noch am Rande. Ich werde ihm das nie verzeihen, dass er als Brecht ins Exil gehen musste und es irgendwie einen Aufruf gab, sozusagen für Brecht irgendwie zu spenden oder irgendwie ihm für kurze Zeit irgendwie finanziell auszuhelfen, haben alle Autoren, die angefragt wurden, ihm geholfen, außer Thomas Mann. Tja. Er war der Einzige und der hatte diesen scheiß Nobelpreis zu diesem Zeitpunkt schon. Ja. Und er hätte sich's am ehesten leisten können, irgendwie mal ein paar Mark locker zu machen. Er hat ihm nicht geholfen. Ja. Aber dann solche Sätze raushauen wie, um zu schreiben wie ein Gott, musst du leben wie ein Hund. Ja, das ist ein Satz, das kann wirklich nur von so einem gesättigten Bourgeois kommen, der irgendwie seine Nobelpreiskohle schon irgendwie in der Tasche hat, oder? Ja. Grausamer Mensch. Ja. Auch ein bisschen zweifelhaft Gerhard Hauptmann. Stimmt, Gerhard Hauptmann hat ihn bekommen. Großer Schriftsteller, leider gegen Ende des Lebens auch politisch ein bisschen auf Abwägen gewesen. So, welche Deutschsprachigen haben wir noch? Ja, es gibt noch welche. Es gibt noch welche, die keine. Also, der zweite Literaturnobelpreisträger ever war Theodor Mommsen. Deutschsprachiger. Okay. Deutschsprachiger Historiker. Genau, wollte ich gerade sagen. Also unter den Historiker ist Mommsen sicherlich noch sehr präsent, aber vielleicht jetzt, weiß ich nicht, so unter den Otto-Normallesern vielleicht nicht mehr so. Also ich kenne den Namen in erster Linie vom Mommsen-Gymnasium aus diesen Pauker-Filmen. Weißt du, was ich meine? Mit Pepe Nietnagel und diesen alles Leuten. Alles klar, ja. Und ich glaube, ich kenne ihn vielleicht am präsent. Also ich meine, ich weiß schon, was er gemacht hat. Ich habe nichts von Mommsen gelesen. Aber mir ist er am präsentesten durch den Mommsens-Blog. Das große Gedicht von Heiner Müller. Natürlich, nach der Wende. Natürlich, klar. Ja, und der zweite deutsche Nobelpreisträger, der ist, glaube ich, total vergessen. Oder hat irgendjemand von unseren Hörern schon mal was von Rudolf Eucken gehört? Rudolf Eucken, Literaturnobelpreis 1908. Und warum ich den jetzt ins Spiel bringe, ist ganz einfach der, wir sitzen hier in Jena und senden aus Jena. Und dieser Mann war 40 Jahre lang Professor für Philosophie hier an der Universität. Und ich glaube, selbst in Jena kennt ihn niemand. Es gibt eine Rudolf-Eucken-Straße in Jena, das ist eine Sackgasse. Das ist schon so eine Sache. Aber man kann in der Bolzstraße, ich weiß nicht, ich wohne ja in Erfurt, du wohnst ja hier in Jena, ich weiß nicht, ob du weißt. Ich war noch nicht in der Gasse. Dort gibt es die Villa Eucken, also sein Wohnhaus. Ich weiß nicht, ob man das besichtigen kann. Und Rudolf Eucken hat jedenfalls für seine philosophischen Werke und für seine Weltsicht den Literaturnobelpreis erhalten. Das ist schön. Für meine Weltsicht würde ich auch gerne mal einen Preis erhalten. Ich kann ja mal kurz so ein paar Titel vorlesen, die was er so geschrieben hat. Ja. Methode der aristotelischen Forschung. Mhm, Lebensanschauungen der großen Denker. Oh. Der Kampf um einen geistigen Lebensinhalt ist ein Werk von ihm. Ja. Oder der Wahrheitsgehalt der Religion. Oh, das ist interessant. Das ist so, ja, aber für mich, ja, ich weiß wieder, das ist wieder für mich abseitiger Scheiß, aber ich finde das interessant. Er hat auch tatsächlich ein Buch geschrieben, das heißt Der Sinn und der Wert des Lebens. Also bei Eucken ging es nun wirklich um alles. Und ich habe, als ich diese Titel so gelesen hatte, in Vorbereitung auf die Sendung, habe ich mir gedacht, irgendwie sind schon ein paar interessante Sachen dabei. Ja, aber jetzt versuch mal ein Buch von Rudolf Eucken zu kaufen. Also ja, genau. Viel Glück. Ich werde, glaube ich, mal in die Bücherstube gehen morgen hier in Jena. Nee, morgen ist Tag der Deutschen Einheit. Aber demnächst. Und den Sinn und den Wert des Lebens, ja.
Ja, darüber wüsste ich nämlich tatsächlich gern mehr. Also wenn da, wenn ich da ein paar Infos drüber bekäme, das wäre schön, ja. Also, ihr lieben Jena und Nicht-Jena, Rudolf Olken, deutschsprachiger Literaturnobelpreisträger, Freund von wow. Erich Heckel, vollkommen vergessen. Und das ist ja auch so wieder so eine Sache, weil wir ja auch über Sinn und Unsinn von Literaturauszeichnungen so ein bisschen sprechen wollten. Auch ein Literaturnobelpreis feit einen nicht davor, in Vergessenheit nicht, zu geraten. Ne? Nicht, ne? Von daher muss man es nicht so hochhängen. Vielleicht auch so ein, naja, weiß ich nicht, jetzt wollte ich fast sagen, Trostpflaster für die nicht Ausgezeichneten, aber wer bin ich, dass ich irgendwie Leuten wie Salman Rushdie oder so Trost zuspreche. Ist auch so ein ewiger Kandidat, der ihn wahrscheinlich auch nie bekommen wird, oder wer weiß. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also das ist natürlich wirklich eine gute Frage, wie sinnvoll sind so Literaturpreise? Also es gibt ja auch immer mal Stimmen, also ich höre also aus verschiedenen Richtungen, ne? Die einen sagen, es gibt eigentlich viel zu viele Literaturpreise und Stipendien in Deutschland, andere sagen, es gibt nicht genug. Ich finde eigentlich das System sehr gut, dass es Stipendien gibt und Möglichkeiten, irgendwie auch als freier Autor so zu überleben. Manche schaffen das ja ganz gut, sich so von Stipendium zu hangeln. Und auf jeden Fall würde ich immer verteidigen den Wert von Literaturpreisen und Stipendien für sozusagen den Nachwuchs, also für Autorinnen und Autoren, die noch am Anfang ihrer literarischen Laufbahn stehen. Zum Beispiel wie das Junge Literaturforum Hessen-Thüringen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man eine Bestätigung in so einer Form erhält. Absolut. Auch Preise für das literarische Debüt sind zum Beispiel solche Dinge. Zum Beispiel das Ranisser Debüt, das der Lesezeichen e.V. verleiht. Okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir noch ein paar deutschsprachige Leute vergessen haben. Aber naja, Liste der Literatur-Nobelpreisträger auf Wikipedia, das hilft euch weiter. Genau. Aber unter den Vergessenen wollte ich noch einen nennen. Ja. Kein Deutscher, sondern ein französischsprachiger Belgier, Maurice Maeterlinck. Hast du von dem jemals gehört? Nein. 1911 hat er den Nobelpreis bekommen. Und ich habe mich meine Zeit lang mit ihm beschäftigt, als ich noch Komparatistik studiert habe. Mhm. Der hat ganz tolle, so symbolistische Einakter geschrieben, so kleine Dramen. Und unter anderem, das wusste ich aber bis gestern auch nicht, gebe ich zu, eine Blaubart-Version. Nein! Ja, Blaubart, okay. Blaubart und Ariadne. Wow! Von Maurice Maeterlinck. Und neben seinen und das ist ja interessant. Dann, weißt du was? Was verrückt ist? Ich habe nämlich tatsächlich eine kleine Blaubart-Sammlung zu Hause von Büchern, also von sozusagen Bearbeitung des Blaubart-Motivs. Vielleicht steht er sogar da. Ich habe ihn irgendwie vor 15 Jahren mal gekauft oder so und ich habe es vergessen. Das werde ich gleich mal schauen. Ja, wer kennt das nicht irgendwie? Mehr Bücher kaufen, als man lesen kann. Das ist auch so eine Sache. Und aber das Interessante ist, dass er neben seinen poetisch-dramatischen Werken auch Nature Writing betrieben hat. Nein. Das ist ja so eine Sache, die jetzt gerade so eine kleine sehr Renaissance populär erfährt. Ja. Allerdings eher so mit Fokus auf Nordamerika. Und Maeterlinck hat aber tatsächlich so Bücher geschrieben wie Das Leben der Bienen, Das Leben der Termiten und Das Leben der Ameisen, das ich vor ein paar Jahren mal zufällig in einer schönen alten Ausgabe auf dem Flohmarkt gefunden habe. Weiß ich nicht, für 50 Cent oder sowas gekauft. Meine Güte, ja. Also Maurice Maeterlinck, das lohnt sich wirklich so. Das liest sich auch schnell und sehr unterhaltsam. Ja. Mario, lass uns mal noch ein Musikstück spielen. Oh ja, das sollten wir tun. Ich denke, wir sollten... Was spielen wir? Wir lassen jetzt mal einen ganz großen Nobelpreisträger unbedingt zu Wort kommen, würde ich sagen. Einer, der für meine persönliche Lesebiografie sehr wichtig war. Der niederländische Experimentalmusiker Steven Emmer hat ein Lied mit ihm gemacht. Es heißt Listen, the Snow is Falling Part 2, featuring Yoko Ono und Samuel Beckett. Und ist Yoko Ono die... Okay. Yoko Ono hat den Preis wohl nicht bekommen. Ich muss mal kurz einen Schluck Hustensaft trinken. Snow is falling everywhere.
the other sound would start again. Those to which the words have made me deaf, or which have really ceased. But I am silent. It sometimes happens. No, never. Not one second. I weep too without interruption. It's an unbroken flow of words and tears, with no pause for reflection. I speak softer. Das war Listen, the Snow is Fallen von Samuel Beckett und Stephen Emmer. Sozusagen. Und Yoko Ono. Yoko Ono war angeblich auch noch dabei, das kann gut sein. Ihr hört immer noch, Blaubart und Ginster, eine Stunde Literatur mit Mario Osterland und Ralf Schönfelder. Und wir spielen jetzt ein kleines Spiel, ein Assoziationsspiel. Ich habe, während die Musik lief, mir einen kleinen Faustkampf mit Mario geliefert und ihm die Bücher, die er heute noch mitgebracht hat, entrissen. Und das sind nämlich einige Titel von Nobelpreisträgern, die Mario gelesen hat und die ihm sehr wichtig sind. Und ich werde dir jetzt diese Titel vorlesen und ich möchte kurz von dir hören, was es damit auf sich hat, warum du die gut findest, etc. Wir fangen an mit Samuel Beckett, Murphy. Ja, der Roman mit dem drittschönsten Anfang der Weltliteratur, finde. Drittschönsten Anfangssatz der Weltliteratur. Du möchtest ihn vielleicht vorlesen? Du liest ihn vor, du hast das Buch in der Hand. Okay. Die Sonne schien, da sie keine andere Wahl hatte, auf nichts Neues. Sehr schön, Alter. Großer Meister des Absurden und irgendwie auch des Existenzialismus, wie ich finde, da kommen wir gleich nochmal dazu, ist eine total abgedrehte Geschichte über Murphy, der seinen Lebensinhalt darin sieht, dauernd zu meditieren, indem er sich nackt selber an einen Schaukelstuhl fesselt und sozusagen so lange den Gedanken nachhängt, bis der Schaukelstuhl von allein aufhört, sich zu bewegen. Mm. Dementsprechend natürlich nicht richtig ein Leben auf die Reihe bekommt mit dieser Obsession. Dann aber doch einen Job in einer Irrenanstalt findet, wo er sich das erste Mal verstanden fühlt. Und, schön. In einem wahnsinnig absurden Schachspiel eine neue Dimension erreicht.
Cool. Sehr interessant, dass du gesagt hast, das ist der drittschönste Anfangssatz. Ja? Ich glaube, wir müssen irgendwann mal eine Sendung so mit Top-Listen machen, Top 5 und ja. Top 10-Listen. Da, ja. Okay, Notiz gemacht. Ja. Okay, als zweites habe ich hier auf meinem Haufen Elias Canetti, die Stimmen von Marrakesch. Ja. Eines der schönsten Reisebücher, die ich überhaupt kenne, heißt im Untertitel Aufzeichnungen nach einer Reise, weil Canetti der Meinung war, also das, woran man sich erinnert, nachdem man die Reise schon abgeschlossen hat, das ist das, worauf es wirklich ankommt. Das heißt, ein Reisebuch aus der Erinnerung geschrieben, empfehle ich jedem, der in den arabischsprachigen Raum reist. Ganz, ganz großartiges Buch. Punkt. Cool, cool. Octavio Paz, Nackte Erscheinung. Ja. Wahnsinnig unterschätzt ist Octavio Paz, glaube ich, auch so einer. Also den kenne ich denn zum Beispiel gar nicht, muss ich gestehen. Glaube ich, auch einer, der schon wieder fast vergessen ist. Ja, bei mir schon. Hat 1990 den Nobelpreis bekommen als erster Mexikaner und bisher, glaube ich, einziger Mexikaner. Ist eigentlich als Essayist recht bekannt gewesen seinerzeit und hat halt dieses Buch Nackte Erscheinung geschrieben über das Werk von Marcel Duchamp. Und das ist, ich habe lange Zeit Kunstgeschichte studiert, habe mich sehr intensiv mit Marcel Duchamp beschäftigt und obwohl Paz kein Kunsthistoriker ist, hat er meiner Ansicht nach eine der besten Analysen geschrieben über dieses komplexe Gesamtkunstwerk Marcel Duchamp, das man für Geld kaufen kann. Ich empfehle es jedem, es gibt es für 80 Cent irgendwo in irgendwelchen Krabbelkisten zu holen. Ja, cool. Dann habe ich jetzt hier als nächstes einen absoluten Klassiker, den wahrscheinlich viele da draußen auch gelesen haben, unter anderem auch Robert Smith. Wir hätten vielleicht, Killing an Arab spielen sollen. Es ist nämlich Albert Camus, Der Fremde. Ja, das Buch mit dem zweitschönsten Anfang der Weltliteratur. okay, er kommt, Sekunde. Heute ist Mama gestorben. Das ist nicht der, es geht noch weiter, ne? Der ganze Absatz, nicht der erste Satz. Okay, machen wir weiter. Heute ist Mama gestorben. Vielleicht auch gestern. Ich weiß nicht. Ja, das ist irgendwie, und dann geht es, glaube ich, noch weiter, irgendwie das Telegramm. Ich habe ein Telegramm vom Heim bekommen. Mutter verstorben. Beisetzung morgen. Hochachtungsvoll. Ja, das will nichts heißen. Das war vielleicht gestern. Okay. Ja, das ist natürlich für mich, also Sartre hat ihn ja auch bekommen, den Nobelpreis, und wurden auch oft so in einem Atemzug genannt, so die Schriftsteller, die auch zugleich Philosophen sind, aber ich finde, das trifft bei Sartre nicht so wirklich zu, der war immer mehr Philosoph, Camus war mehr Schriftsteller und das ist irgendwie, den Zugang zu ihm habe ich immer mehr bekommen und habe auch den Existenzialismus anhand der literarischen Werke von Camus wesentlich besser verstanden als anhand der philosophischen Werke von Sartre, weswegen ich auch dieses Buch jedem empfehlen würde, der sich mit dem Existenzialismus auseinandersetzen möchte. Großartige Geschichte um Schuld und Verwicklung und eben auch der Sinnlosigkeit des Lebens. Ja. Schön, also wir sind sozusagen, es ist zwar erst Oktober, aber wir machen schon ein bisschen Buchempfehlungen, Käufe für Weihnachten. Also unbedingt. Ihr könnt mitschreiben. So, und als letztes haben wir auch nochmal einen ganz großen Dichter, nämlich T.S. Eliot, der ja auch seinen Niederschlag findet im Werk des Thüringer Dichters Mario Osterland. Wer sich übrigens dafür interessiert, sollte unbedingt mal auf der Website der Parasitenpresse vorbeischauen. Da gibt es ein Band. Jetzt würde ich sagen, Fossile Gewässer, das ist aber nicht der Titel des Bandes, sondern das ist der Titel des Gedichts. Heimische Arten. Heimische Arten, ganz genau, dass man sich mal zu Gemüte führen kann. Und hier haben wir T.S. Eliot, 4 Quartette, Englisch und Deutsch, und zwar übertragen von Norbert Hummelt, auch einem deutschen Lyriker. Ja, sehr interessant. Sehr tolle Übersetzung. Genau. Ach gut, also kennst du auch andere Übersetzungen so ein bisschen? Ich kenne auch andere Übersetzungen, die auch gut sind, aber bei Eliot ist es halt so, dass jede Übersetzung nochmal eine neue Ebene und ein neues Verständnis bringt, sodass die Übersetzungen eigentlich meiner Ansicht nach nicht miteinander konkurrieren, sondern sich ergänzen. Ja. Und bei Eliot war es wirklich so wie Faulkner für dich, seitdem ich Eliot gelesen habe und mich wirklich reingegraben habe und diese Arbeit, die muss man einerseits leisten als Leser, wenn man sich mit Eliot auseinandersetzt, aber die ist lohnenswert. Ja. Weil das ist einfach eine Ebene vom symbolischen und mystischen Schreiben, die er erreicht hat, die ist einfach, also ich kenne das von keinem anderen Dichter so, und das hat mir persönlich, bei mir persönlich einen so tiefen Eindruck hinterlassen, dass sich das eben auch in meinem eigenen Schreiben niedergeschlagen hat. O Dunkelheit, alle gehen sie in die Dunkelheit. Sehr schön. Also das sind so einige deiner liebsten Nobelpreisträger.
Absolut, ja. Ich könnte noch andere nennen, so Yeats und Shaw und Pirandello und O'Neill, Hermann Hesse. Hermann Hesse haben wir noch vergessen bei den deutschsprachigen Leuten. Natürlich, so. Hoppla. Das sind alles irgendwie so Leute, von denen ich mal mindestens einen Text gelesen habe. Also von Hesse natürlich wesentlich mehr, wie wir wahrscheinlich alle, als wir noch irgendwie jung waren oder so. Aber das waren wirklich schon die wichtigsten, ja. Sag mal, von Yeats, da würde mich mal interessieren, kannst du da was empfehlen? Ich wollte schon ganz lange in die Werke von William Butler Yeats einsteigen. Ja. Also ich kenne halt nur das lyrische Gesamtwerk, oder was heißt nur, aber ich kenne halt das lyrische Gesamtwerk, das gibt es in einer super preiswerten Ausgabe bei Luchterhand. Ah. Und zwar neu übersetzt von Leuten, die also auch wirklich Rang und Namen haben in der deutschsprachigen Lyrikszene. Christa Schünke zum Beispiel, Norbert Hummelt, der eben Elliot neu übersetzt hat, Gerhard Falkner, Mirko Bonnet und Marcel Bayer. Also das ist natürlich, das sind Qualitätsübersetzungen. Das ist super, auf jeden Fall. Kann man sich dran halten, auf jeden Fall. Ja. Also ich habe nichts von kein ganzes Buch von Yeats gelesen. Ich kenne aber einen Vers von ihm auswendig. Bin gespannt. Also der ist ganz schön. Ein alter Mann ist nur Erbärmlichkeit. Zerrissene Vogelscheuche, wenn die Seele nicht lachend die Hände klatscht und lauter spricht mit jedem neuen Riss in ihrem sterblich Kleid. Schön. Ja. Wirklich toll. und sag mal jetzt ganz zum Schluss, wir sind schon langsam am Ende der Sendung angekommen. Ja. Hast du denn vielleicht noch so ein paar Kandidaten für den Literaturnobelpreis, den wir mal der Akademie in Schweden, dass wir dir mal so ein paar Tipps zukommen lassen können? Ich habe einen Wunsch und den lasse ich einfach so stehen. Peter Handke. Ah, okay. Gut, darüber könnte man viel diskutieren. Wir machen das jetzt nicht. Ich würde mich sehr freuen über Marine Ndiaye und über Boualem Sansal. Ah, ja. Ich weiß nicht, also ich halte es für nicht ganz unwahrscheinlich, dass sie irgendwann den Preis bekommen. Also vor allem da, anders als bei Handke, wahrscheinlich keine politischen Vorbehalte dann vorliegen. Ja, wer weiß. Okay, dann kommen wir wie zum Ende jeder Sendung zu unserem Ankündigungsblock. Unbedingt. Ich habe zu sagen, ich freue mich sehr darauf, dass die lange, lange Sommerpause von In guter Nachbarschaft endlich zu Ende ist. Gott sei Dank. Am 26.10. in Erfurt. In guter Nachbarschaft, die neue Ausgabe mit Robert Prosser und Niklas Niskate. Beide werden ihre Werke frei in einer Leseperformance vortragen, die sie extra für diesen Abend zusammen entwickelt haben. Lasst euch das nicht entgehen. InGuterNachbarschaft.com, da gibt es alle Infos. Unbedingt. Ich habe diesmal einige größere Projekte anzukündigen. Es findet jetzt nämlich in Jena das erste internationale Festival für Erzählkunst, Narrare, statt. Antje Horn hatten wir das letzte Mal in der Sendung, die Kuratorin. Da gibt es alle Infos zu den vielen, vielen Veranstaltungen auf www.lesezeichen-ev.de. Außerdem natürlich auch alle anderen Infos, die ich jetzt vorlese. Und auf eins muss ich ganz besonders hinweisen, am 24.10., Freunde, in der Villa Rosenthal, ist wieder die Vernissage unserer jährlichen Ausstellung Wortwelten, Bildwelten. Und diesmal beschäftigen wir uns mit einem weiteren großartigen Dichter, der nie den Literaturnobelpreis bekommen hat, nämlich Paul Celan. Ach, genau. Und zwar unter dem Titel »Die Liebe, Zwangsjackenschön«. Am 24.10. ist die Vernissage, da werden die Gedichte von Celan gelesen. Die Ausstellung zeigt Grafiken von Andreas Berner, die inspiriert wurden durch Gedichte von Celan. Und dann geht es im November weiter mit mehreren Veranstaltungen noch. Unter anderem, ich muss hier gerade mal kurz durchscrollen, am 7.11. da geht es um Paul Celans Tschernowitz, da wird Helmut Böttiger zu Gast sein. Ah. Und das ist noch ein bisschen hin, aber ich will es trotzdem schon mal sagen, weil ich mich sehr, sehr auf diese Veranstaltung freue. Ein Kinoabend am 28.11., da wird der Film Die Geträumten zu sehen sein. Das ist ein Film über die Liebe von Paul Celan und Ingeborg Bachmann, und André Schinkel wird eine poetische Einführung dazu geben. Der André. Schön. Der André, genau. Ja, damit bin ich erstmal. Es gibt noch viel mehr. www.lesezeichen-ev.de. Ihr wisst Bescheid. Außerdem facebook.com/blaubart und ginster. Auf YouTube gibt es die Sendung zu sehen und zu hören. Auf der Seite auf dem Kanal der Literatur Bogranes. Ja. Gut. Dann sind wir am Ende. Ich würde sagen, wir spielen noch ein Lied und sagen dann Tschüss. Nein, sagen vorher Tschüss und spielen dann das Lied. Also. Ja. Philip Bohr and the Voodoo Club. Wunderbar. Standing Blinded on the Rooftops. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. When I was young, it was always too late.